Gut, es ist mir eine Freude, Christian Penzel für den letzten Vortrag vorzustellen. Christian Penzel hat Industriedesign und Architektur studiert in Hamburg und Berlin. Und er ist nach Zürich gekommen als Oberassistent an den Lehrstuhl von Markus Peter und Peter Merkli für Architektur und Konstruktion. Und in diesem Rahmen ist er auch an Forschungsarbeiten beteiligt. Er ist tätig als Architekt mit einem Architekturbüro einerseits und mit einem Büro, das er partnerschaftlich mit einem Ingenieur führt. Und ich glaube, aus dieser Zusammenarbeit heraus wird er ein Beispiel uns hier vorstellen. Ja, bitte. Danke, Martin, für die Einführung. Wie du schon angetönt hast, ist mein Beitrag bzw. unser Beitrag ein konkretes Projekt. Das heißt, nach der ganzen Theorie wird das jetzt etwas physischer und vielleicht auch etwas plastischer, indem das die Zusammenarbeit zwischen Architekt und Ingenieur vielleicht an konkreten Beispielen erläutert werden soll. Es geht um eigentlich eher einen empirischen Beitrag und eine persönliche Annäherung zu diesem Thema. Das Projekt, das ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist das neue Tramdepot in Bern. Das Tramdepot ist nicht nur eine konstruktiv-architektonische Aufgabe, sondern eigentlich ein sehr komplexes Ingenieursbauwerk. Das heißt, das, was heute ja schon mehrfach mal als Stichwort gefallen ist, es geht nicht nur um die Ausbildung des Tragwerkes, sondern natürlich um eine sehr technikintegrierende Aufgabe. Und für einen Architekt ist am Anfang eigentlich vor allen Dingen die Frage, sich dort wie hineinzudenken und zu versuchen, dieses sehr Disparate, was dort an technischen Bedürfnissen und Richtungen vorhanden ist, eigentlich zusammenzubringen, zusammenzudenken und zu versuchen, aus welchen dieser Kriterien, aus welchen dieser Dinge, die da auf einen hereinbrechen, aus was sich da eigentlich wirklich Architektur machen lässt am Ende. Wir haben uns sehr früh im Wettbewerb für einen gewissen Gebäudetypus entschieden. Das ist ein Gebäudetypus einer Shade-Halle. Das ist an sich etwas sehr Einfaches. Das ist eine generische Struktur, die man kennt als Bild einer Industriehalle, die sowohl zum einen ein architektonisches Grundmotiv mal bieten kann und auf der anderen Seite natürlich ein ganz einfaches statisches Prinzip aufweist, in dem solche architektonischen Themen wie die Reihung, die Richtung angelegt sind, aber natürlich auch architektonische Probleme, die Frage der Enden, die Frage der Irregularitäten. Insofern bestand die Bearbeitung dann vor allen Dingen der Ausformulierung dieses Typus in seiner Transformation unter dem Einfluss von dem Programm und der Situation. Ich möchte beginnen vielleicht einfach mal mit dem, mit diesem Art Regelfall, also wie wir diese Shade-Struktur gedacht haben. Das sind im Prinzip diese Diagonalträger, die die Halle rhythmisch überspannen und dann quer dazu so eine Art Fettenstruktur, die die Diagonalträger rahmenartig verbindet. Das heißt also, in die eine Richtung haben wir ein Diagonalprinzip, in die andere einen Rahmen, also in der Grundanlage ein etwas unreines System, das wiederum ausgefacht flächenhaft mit Holzelementen, das sind eigentlich solche hochleistungsverleimten Hölzer, wie sie Herr Weiner vorgestellt hat, hier etwas archaisch angewendet, also es sind eigentlich Deckenplatten von nur 3 cm Stärke, die dann unterfangen werden mit diesen Rippen, die, und das war uns eigentlich wichtig, von Träger zu Träger spannen, also die Grundrichtung der Halle als Struktur weitertragen und kein Sekundärtragsystem von Fette zu Fette einführen. Von der Materialisierung eben das Dunkle hier, der Stahlbau, das leicht gräuliche, dieser etwas eingesteinerte Holz, also uns war das eigentlich wichtig, dass das dann nicht so eine Alphütte von innen gibt, sondern das mit einer Graphitbeschichtung wird das so wie verschiefert und gibt dann diesen inneren Charakter. Die Hölzer, die quer tragen, sind dann mit solchen kleinen Zwischenelementen zur Kippaussteifung gesichert, an die dann wiederum die Sprinkleranlage angehängt ist. Es gibt RWAs und so weiter. Also das Grundmodul hat dann in einer Art Teilung letztlich funktionale Elemente aufzunehmen.
Statisch konstruktiv lagern diese Hauptträger auf diesen Mittelstützen. Die Mittelstützen sind leicht quergestellt, um da in den Zwischenräumen größeren Platz zu erhalten. In der Fassade sind sie ebenfalls gleich quergestellt, aber das diagonal versetzt, hier um größere Lichtöffnungen zu erlangen. Das Ganze führt dann so eine Art Zickzack-System in das ein, also eine Vernähung dieser einzelnen Sheds, also von der Aufreihung kommt es zu so einer in sich bezogenen Fortschreitens der ganzen Struktur. Und von außen her hat sich sehr früh die Frage gestellt, wie eigentlich eine so tiefe Struktur, wie so ein großes Dach, so ein flaches Dach über ein großes Areal eigentlich architektonisch übersetzt werden kann. Und dort sind wir dann auf die Idee gekommen, eigentlich mit dem Wasser, was auf der großen Dachfläche hier zuhauf anfällt, das Wasser abzuleiten, sichtbar in der Fassade. Das sind dann hier diese großen Flächen, die aus den Sheds nach unten kommen und durch das leichte Vorziehen der Seitendächer dann diese V-förmige Ausbildung dieser trichterförmigen Einleitung unten in einen Sickerkanal, der das Ganze wieder zusammenfasst und letztlich das Streifenfundament vom ganzen Gebäude auch herstellt. Es gibt also in der Fassade eine Art plastische Repetition dieser statischen Struktur des Daches, hier aber dann übersetzt und umgedreht gegenüber dem eigentlich konventionellen Bild, wo man das Glas ja als füllendes Element hinten hat und das Tragende vorne. Hier das Tragende, aussteifende Scheibe aus dem Dach, die nach unten kommt und das Glas in der vorderen Ebene. Entscheidend prägend war natürlich die Gesamtanlage als Depot. Das heißt, das Gebäude ist eigentlich nur ein Teil. Es geht um die Überdachung, um die sanfte Umwölbung einer an sich groß angelegten organisatorischen Figur. Diese organisatorische Figur findet ihr Abbild in der Gleisanlage. Die Gleisanlage ist im Prinzip die Festlegung der Abläufe, die dort stattfinden. Die Trams kommen hier über eine Autobahnbrücke in die Halle eingefahren, werden hier unterhalten, werden Servicearbeiten gemacht und letztlich in der Wendeschlaufe dann gewendet und in diesen Abstellblocks in die Halle gestellt. Die Trams geben mit ihrer Länge eine Art Grundrhythmus der Struktur vor, das heißt, die Shed-Struktur war abzustimmen auf diese Bahneinheit einer solchen Tramlänge. Und nicht nur das, die ganze Gleisanlage natürlich mit ihren Lichtraumprofilen, das heißt also diese Sicherheitserweiterung, die stets um ein solches Gleis sich mit herum begibt, legt eigentlich fest, wo auf diesem Areal überhaupt Gebäude oder Struktur sein darf und wo nicht. Man sieht, dass eigentlich relativ wenig Platz für die Struktur bleibt. Das Gebäude selber nimmt nur einen Teil der Anlage in Anspruch, der Rest ist Außenanlage. Und es war von Beginn an eigentlich wie ein sehr iterativer Prozess zwischen dieser Bahntechnik, also dem Bahnbau und der Konstruktion, dem Hallenbau, worauf die beiden Systeme eigentlich aufeinander abgestimmt werden mussten. Das hat dann dazu geführt, dass wir am Anfang primär mal Gleisgeometrien gezeichnet haben als Architekten und weniger Gebäude gemacht. Und die ganze Linienführung der Anlage, die geometrische Eigengesetzlichkeit dieser Kurvenaufweitung, Kurvenradien, war eigentlich so wie der erste große Entwurfsschritt und das Gebäude wurde dort wie im Schlepptau eigentlich mitgezogen und iterativ an das angenähert. Man sieht das eigentlich auch sehr gut dann in so einem Blick in die Halle, dass dann die Gleisachsen, das hat sich dann nach relativ kurzer Zeit als sinnvoll herausgestellt, letztlich auch die Gebäudenachsen definieren, also hier über den Gleisen werden dann die Fahrleitungen gespannt, daneben ist dann die Beleuchtung dieser Abstellgänge, das heißt also, die Eigengesetzlichkeit des Bahnbaus durchwirkt das Gebäude von innen, so wie normalerweise Bauordnung vielleicht eine Stadt von außen bestimmen, ist es dort wie ein Durchwirken dieser zum einen Abstände, diese Rhythmisierung in die Längsrichtung, aber natürlich auch das Lichtraumprofil, was hier bis auf wenige Zentimeter jeweils an die Konstruktion herangeht, die das Ganze dann wie so eine Art Taucheranzug eigentlich umfasst. Und hier, wir sehen den Abstellbereich nach vorne auf die Gebäudehülle, auf das Ende des Gebäudes hin begrenzt.
Dieser Durchstoß durch die Gebäudehülle am Ende stellt eigentlich so wie das erste wichtigen entwerferischen, architektonischen Punkt dann am Ende dieser Rhythmisierung der Regel zum Schluss hin dar. Hier sieht man das eigentlich auch, da gibt es wie so eine Verdichtung dieser Aufeinanderbeziehung zwischen der Gleisanlage und der Statik des Gebäudes. Die Lichtraumprofile haben hier zur Notwendigkeit geführt, dass die Torfront vollständig geöffnet werden kann. Das heißt, also, es darf keine Stützen geben, also auch keine Führung für diese Tore. Die Tore können also eins nach dem anderen hier vollständig nach oben gefahren werden. Tore sind aufgrund der Teilung durch die Fahrdrähte halbachsig versetzt. Also es gibt so eine Art Eigenrhythmus, der aber natürlich auf den Gesamtanlagenrhythmus bezogen ist. Und hier gibt es dann letztlich eine Beziehung der Struktur runter auf diese Matrix, auf dieses Koordinatensystem, was unter dem Ganzen liegt. Und die Tore als fahrendes Element bilden auch so eine Art Mittler zwischen den Trams, die ja das dynamische Element sind und auf dieser Gleisanlage diese ganze Areal befahren, und der Statik der Gebäudehülle. Am Ende, ich hatte das vorhin kurz erwähnt, die Fachwerke sind untereinander verbunden mit diesem Fetten zu einer Art Rahmensystem, was in die Längsrichtung die Längsaussteifung der Gesamthalle übernimmt. Am Ende, im Endfeld, müssen nun aufgrund der Notwendigkeit, dass die Tore hier natürlich gehalten werden müssen mit dem Gewicht zum einen, aber sie sind ja auch, sobald sie hochgehoben werden, sowas wie Segel und wirken dann auf dieses Trägerkonvolut hier wie so eine Art Torsionsanregung, muss dieser Träger hier torsionssteif ausgebildet werden. Und das wird mit Hilfe dieser Knacken, die das Hängen der Tore ermöglichen und den sonstigen Fetten ermöglicht, sodass es hier zu einer Art unreinem Schlusselement kommt, also einem Diagonalsystem in die Querrichtung und einem Rahmensystem zur Aussteifung in die Längsrichtung. Und hier sieht man dann auch diesen Spezialfall, ich weiß nicht, das Bild ganz drauf, diesen Spezialfall am Ende, wo dann aus diesem Fortschreiten so eine Art Ausstellschritt wird, die letzte Stütze in die gleiche Richtung zeigt, hier die Fassade hebt. Diese nach oben fahrenden Tore werden mit diesen Knacken hier gehalten, sie müssen dagegen verkippen gehalten werden, und diese Knacken bilden sowas eigentlich wie die letzte Figur, die aus dieser 200 Meter Halle den Gesamtvolumen in so eine Art zahnförmige Strukturierung übersetzt, die dann das Schließen der Halle am Ende thematisiert. Also es gibt eigentlich so eine Art räumliche innere Verdichtung im letzten Schritt, die das Ende des Gebäudes im Inneren auch thematisch letztlich bewältigt. Von außen sieht die Halle dann bei den geöffneten Hubtoren so aus, dass hier diese Mittelstützenreihe einen Versatz in den Fahrleitungshöhen ergibt, dann hier diese unterschiedliche Hubtorhöhe, die Offenheit von der Gesamtstruktur und das offene Schnittbild der Halle zeigt. Der Abschluss dieser offenen Halle ist dann der große Vorplatz, der runde große Vorplatz, den wir hier gesehen haben, der für die Rangierbeziehungen notwendig ist. Bei geschlossener Halle fällt zum einen mal dieses Doppelgiebelmotiv auf und zum anderen natürlich dieser Positiv-Negativ-Versatz, den wir vorhin in der Fassade gesehen haben, der nun hier nach vorne kommt, der hier natürlich notwendig ist, um die Tore vor der Konstruktion nach oben fahren zu können. Im Normalfall ist es ja so, dass der Giebel lastet auf den darunterliegenden Elementen. Hier ist es die umgedrehte Form, also der Giebel trägt die Hubtore, ist entsprechend zurückversetzt und schiebt dieses untere dynamische Element nach vorne. Nach diesem Prinzip der Reihung, was dieser ganzen Schädstruktur ja inne liegt, und so dieses nach vorne Schreiten bis zu diesem Abschluss, den wir gerade angeschaut haben, zeigt, möchte ich nun vor allen Dingen auf diese Querfigur eingehen, die ja mehr als das Prinzip der Multiplikation und Rhythmisierung eher so eine Individualisierung der Form erkennen lässt. Und diese Form entsteht primär aus einer konstruktiven Idee,
nämlich der Idee, dass dieser Abstellbereich stützenfrei erweitert werden kann. Also das, was wir bis anhin gesehen haben, ist das Gebäude, das hier aufhört. Das Gebäude kann weiter gestrickt werden, also die Struktur wird im Prinzip weiter gebaut bis zu einem äußeren Ende. Die Spannweite hier mehr als verdoppelt und der äußere Punkt gibt rückwärts gedacht auf den jetzigen Stand des Gebäudes im Prinzip die Geometrie vor. Die Geometrie ergibt sich im Wesentlichen aus den statischen Zusammenhängen. Also wir haben hier diese starken Mittelstützen, die dieses Fachwerk nach oben stemmen und auf der drüberen Seite eine Art Zugband, eine Zugfassade, die das nach unten hält und dann diesen kranförmigen Ausleger dort bildet. Hier sieht man dann auch etwas die Begründung für diesen verzogenen Giebel. Also es geht dann darum, dass man hier über diese Mittelstütze eine Art Maximum kreiert, um diesen Hauptkraft des Zuges nach unten zu bewerkstelligen und auf der anderen Seite den Trägerhöhe noch etwas in die Hallenmitte verlängert und von dort aus schwingt das dann so aus. Dieses Ausschwingen war dann zum einen natürlich architektonisches Motiv, also es geht darum, dass es vom Inneren eigentlich so diese Decke, die dieses Weite überspannt, zu visualisieren. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, das Tragwerk ist bis an die Grenze ausgereizt, also die Normen bezüglich der Durchbiegbarkeit sind dort mit Einwilligung der Bauerschaft überschritten worden. Das Tragwerk verformt sich unter Schneeeinwirkung um bis zu 50 cm und dieses Hängen etwas zu überspielen, gibt es eigentlich so diese Knicke, es ist wie vordeformiert. Man sieht hier das Depot, das in mehreren Etappen erweitert werden kann. Also wir haben jetzt gerade dieses Rumpfelement hier gesehen. Die Erweiterung der Abstellgleise hier von 7 dann auf 15, also für 60 Trams. Das ist also von dieser Mittelstützenreihe, dieser ganze Raum dort frei überspannt. Hier dieses Zusammenführen der Kreisel, den wir vorhin gesehen haben. Und hier dieser mittlere Servicebereich, der in der Proportion sich natürlich nochmal deutlich verschiebt gegenüber diesem, also das Besondere gegenüber diesem allgemeinen Teil dort drüben. Am Ende dieser Serviceabfolge gibt es dann diese Wendeharfe, die erzwingt eigentlich auf dieser Parzelle ein Ausschreiten dieses Gebäudes in diese Richtung. Also die Parzelle, das war ziemlich genau das. Und erlaubt dann auch, und das war ein zweiter Teil der Anforderung, erlaubt dann schließlich eine Erweiterung hier, um einen Werkstattbereich in die noch verbleibende Landreserve auf die andere Seite. Das heißt also, der Entwurf, den wir jetzt sehen, oder das Gebäude, ist eigentlich so eine Art wie Rückwärtsentwicklung eines Endzustandes. Hier im Schnitt sieht man das nochmal in dem großen Bereich, also großen Bereich insofern, als dass hier die Spannweite schon weiter ist als in der kleineren Halle. Das heißt, der Ausleger geht dort etwas weiter, die Erweiterung auf die Abstellbereichseite hier und dann die große stützenfreie Erweiterung in den Werkstattbereich. Im Bahnbau ist das an sich eigentlich mit diesen Stützen ein Problem insofern, als dass sie das Lichtraumprofil entsprechend eben vergrößern, also man muss größere Abstände einhalten, aber zum anderen sind mit einem entsprechenden Anprallschutz und all diesen Maßnahmen, die zu treffen sind, die technischen Aufwendungen so hoch, dass es sich eigentlich lohnt, eben mit größeren Spannweiten diese Problematik zu umgehen und in diesem Fall einen großen stützenfreien Raum zur Verfügung zu stellen, wo dann drin die Werkstatt entsprechend eingerichtet werden kann. Das führt dann dazu, dass in diesem Zustand hier das Zugband angedacht ist und dann ein großer Aufleger im Prinzip die Last der ursprünglichen Zugverankerung hier übernimmt und dann eine Spannweite von der Mittelstütze bis zum äußeren Bereich von etwa 110 Meter entsteht. Und die ganze Abfolge dieser Trägerhöhen ist mehr oder weniger natürlich an der Momentenlinie orientiert. Die ganze Idee entsteht aber natürlich aus dieser Art städtebaulichen Konfiguration, die mal die Maximalausnutzung der Parzelle als Voraussetzung hat. Und das war neben dem Bahnbau dann auch die eigentlich prägende und für die Statik und die konstruktive Durchbildung prägende Tatsache, dass man sieht, dass hier die,
die Gleisachsen zur Parzellenstruktur um etwa 7 Grad verschoben ist. Das heißt also, das ganze Tragwerk und die gesamte Konstruktion waren eigentlich um diesen Winkel in sich immer verdreht. Das hatte eigentlich mal einen Hauptgrund in dieser Füllung der Situation. Also die situative Rückkopplung eigentlich zur konstruktiven Durchbildung. Ich möchte vielleicht ganz kurz mit jetzt noch genau diese entscheidende Punkt, also wir haben vorhin diese Torfassade mit dieser inneren Verdichtung gesehen und jetzt diesen Punkt, diesen Knotenpunkt, wo das hier dann ausschreitet, die Figur, und letztlich das Hauptfeld noch ansehen. Hier ist dieses innere Normalschritt nochmal, was wir vorhin gesehen haben, wieder mit einem Art Doppelschritt hin zu diesem Knotenpunkt. Dieser Knotenpunkt ist dann sowas wie so ein innerer Ursprung, von dem aus dann der Sprung zur größeren Einheit hier zu diesen Sheds, von denen dann 3 kommen und die dann am Ende erweitert werden können, erfolgt. Das Ganze erfolgt hier um so eine Art Mittelpunkt, um so eine räumliche Zentrierung herum, was architektonisch letztlich auch wichtig war, um diese an sich ja eigentlich unendliche Reihung einer Shed-Struktur in eine Form auf sich zu beziehen, zu zentrieren. Also es sind dann ab diesem Zentrum etwa 20 Trägerachsen in diese Richtung und rund 6 Trägerachsen in diese Richtung. Also es gibt so eine Art Zentrum der ganzen Anlage. Die dann innenräumlich eigentlich so eine sehr, sehr befreiende Diagonalbeziehung eigentlich in dieser Gesamtentwicklung der Struktur erlaubt. Also hier hinten die kleine Halle und dann der Versprung diese doppelmittlere Stütze hier in den Vordergrund hier, die Trägerfigur, die in der Untersicht natürlich zwangsweise gleich bleiben muss, weil das niedrige Dach sich die beiden Strukturen ja teilen, dann aber hier weiter nach oben ausschwenkt als im niederen Shed. Die Verhältnisse sich umkehren, also hier wird das Tragwerk dann höher als die Mittelstütze und in dieser Art Bulligkeit und Stämmigkeit natürlich darauf verweist, was dann als Potenzial dort angehängt werden kann. Und in dieser diagonalen Bewegung der Struktur letztlich natürlich auch die große Wendeharfe der Gleisstruktur eingeleitet wird. Die Konstruktion selber ist eben, wie gesagt, relativ einfach gehalten und hat dann einige Punkte, die so eher so bricolageartig gelöst worden sind, wie zum Beispiel dieses Hubtor, was dann hier an dem niedereren Element befestigt wird, also nicht mehr an einem Träger nach oben gefahren werden kann und dann so eine Art inneren Hilfsbox, so eine Proviartige Konstruktion benötigt, die an dieses Fachwerk dann noch mit angehängt wird, also solche Art Mischsysteme, die da entstehen. Ja, das ist wie das Wesentliche. Jetzt vielleicht noch zu der ganzen Konstruktion selber. Es ist ein Bauwerk, primär mal ein Stahlgerüst, das das Ganze hält. Das Stahlgerüst ist eben aufgrund der 7-grädigen Verdrehung vollständig aus Blechfachwerkträgern und Blechkastenstützen zusammengebaut. Also es gibt dort keine vorfabrizierten Elemente, sondern eigentlich optimierte Elemente, die aber in einer relativ einfachen Art daherkommen. Also das sind jetzt hier diese Doppel-Ts, die zu diesem Fachwerk vernäht worden sind mit sehr unterschiedlichen Blechstärken und das Ganze dann aufgelagert auf diesen kastenförmigen Mittelstützen. Die sind mit einem Schwerkraftfundament nach unten gebunden. Das heißt also, haben eigentlich diese Routenform, die Sie da in der Ansicht haben, ist begründet durch diese allseitige Möglichkeit, die Kräfte in den Boden abzuleiten. Und diese Träger selber sind dort auf diese Stützen abgestellt. Zur Trennung dieser Art konstruktiven Grundansatz zwischen dem Kastenträger und diesem Fachwerkträger, aber auch um diese Richtungswechsel aufnehmen zu können, also die Mittelstützen stehen ja in Gleisrichtung, die Fachwerkträger sind darüber leicht verdreht, das heißt, es gibt eigentlich so eine Art Ordnungsverschiebung, haben wir uns da dazu entschlossen, das Ganze eigentlich auf eine Art zu trennen, also diese formale Trennung in diesem Knoten, den wir gleich ansehen können. Die ganze Haustechnik und relativ viel Signaltechnik und all das, was mit dem zusammenhängt, ist in die Struktur integriert worden. Vor allen Dingen natürlich auch, um die Konstruktion selber im Vordergrund zu behalten. Das hat ein relativ aufwendiges Abstimmungsverfahren bedeutet, diesen integrierten Kanal, der in diesen ganzen Stützen nach oben führt und dann oben im Fachwerk selber liegt das dann einfach auf der Unterseite. Die
Krafterfordernisse haben dann hier diese Platten verlangt, also aus diesen Diagonalen kommen die Hauptkräfte außen runter und unten ist es ähnlich beim Einstützpunkt, sodass sich eigentlich fast wie automatisch so ein Kopf und Fuß von dieser Stütze ergeben hat und dann dieser offene Kanal, in dem installiert werden kann. Die Stützen, man sieht das hier, das sind dann relativ massive Bleche, zum Teil bis zu 7 cm stark, die die gesamte Konstruktion tragen. Insgesamt sind da rund 2000 Tonnen Stahl verbaut. Hier so ein Fachwerkknotenpunkt, wo man das sieht, wie hier diese Leitungen nach oben geführt werden können und dann genau durch den zentralen neuralgischen Punkt nach oben im Kraftwerk, im Diagonalfachwerk verteilt. Und hier hinten dann der Einklinkpunkt für diese Fetten, mit denen diese Rahmenwirkung, die Rahmenverbindung auch der Mittelstützen aufgenommen werden kann. Man sieht das hier in der Produktion eigentlich relativ schön, dieses vollständig verzogene Element mit diesem mittleren Kanal, was dann hier auf diesen Durchdringungspunkt führt, massiv geschnittene Stahlklötze, die den Krafteinfluss aus den Diagonalen in die Seitenbleche der Stützen hier sicherstellen und dann oben diesen Knotenpunkt. Das Gegenstück am Diagonalfachwerk, ja, man sieht dann etwas diese ganze geometrische Versetze und das Gegenstück, die Gegenplatte. Hier vielleicht noch zwei, drei Worte, es war ein Bauwerk, was wir eigentlich vollständig ohne vermaßte Pläne gemacht haben, also das ist komplett im 3D gezeichnet, entwickelt bis zur letzten Blechstärke. Es war nicht möglich, eigentlich diese mehrfach verzogenen, also nicht verzogenen, aber verschobenen Elemente, verdrehten Elemente in Plänen vernünftig zweidimensional abzubilden. Hat also für uns eigentlich eine ganz andere Planungskultur bedeutet im Aufbau des Gebäudes, hat aber auch dann, und dazu ist natürlich dann der Ingenieur, aber letztlich auch der Unternehmer bzw. die Ingenieure des Unternehmers wichtig, eine Planungs- und Entwicklungsdisziplin verlangt, die sich sehr stark natürlich also zum einen an den Kräften, aber zum anderen natürlich auch an der Herstellbarkeit dieser Elemente orientiert. Und das ist im Stahlbau natürlich anders, als wir das jetzt vielleicht im Betonbau oder im Mauerwerksbau kennen, wo man da ja durchaus familiärer mit diesen ganzen Prinzipien ist, ist das dort sehr stark natürlich durch die Maschinen und durch das, was im Hintergrund die Produktion bestimmt, eigentlich vorgegeben. Und es ist dann dort eigentlich wichtig, sich innerhalb dieser Rahmenbedingungen zu bewegen. Die Details sind aber jetzt bewusst unterdrückt, also sie waren in dem Sinne nicht wichtig, sie waren eigentlich nur wichtig, um ein paar Elemente voneinander abzusetzen und die Räumlichkeit und die Funktion dieser Teile zueinander in Beziehung zu setzen. Das Detail selber wird dann also vor allen Dingen natürlich auch mit der schwarzen Farbe eigentlich wieder eingeebnet und das geht eigentlich letztlich primär um die räumliche Ausbildung des Ganzen. Man sieht jetzt hier mal noch ganz gut eigentlich diesen leichten schrägen Verzug, also das ist ein Gebäude, was rechtwinklig zur gesamten Gebäudeachse da drin steht und dann diese leicht schräg dazu verlaufende Trägerelemente. Hier nochmal so diese Mittelstütze mit dem Stützenkopf und dann die ganze Dachhaut selber drunter gehängt unter den Träger. Das war eigentlich ein wichtiger entwurflicher Entscheid, um diese Textilität, die in dieser Struktur steckt, also in diesen Querrippen, die Last abtragen als Holzelemente, dann mit diesen untergehängten Sprinklerleitungen und diesen Lichtelementen, also dieses Textil und diese gewisse Tiefe eigentlich auszuspielen und eine Längs an sich der Halle, so eine mehr textile Untersicht des Ganzen zu erhalten, die letztlich auch ein Abbild eigentlich dieser zeltartigen Leichtigkeit der ganzen Konstruktion sein soll. Dann als Abschluss dieses rund 200 Meter langen Raumes dann das letzte hohe Shed eigentlich vollständig frei gespielt und als Gegenfigur in die Höhe strebend eigentlich diesen langen 200 Meter langen gedrückten Raum, der am Ende diese Rechen hat von diesem Tor, dann auf dem anderen Ende eigentlich in diese große, überhohe, fast sakralen Raum münden zu lassen, was dann statisch die Konsequenz hatte, dass wir das eigentlich nicht verbinden wollten als Träger, sondern dann hier die Fassade eingespannt ist mit diesen relativ tiefen Elementen gegen Winddruck und damit diesen Raum freizustellen. Der Träger drüber dann trotzdem eigentlich noch genutzt, beziehungsweise architektonisch übersetzt in dann diesen abgehängten Baldachin,
der so einen gedrückten Stempel als Eingangsmotiv für diese Halle ergibt. Also das ist immer das Problem, man hat dann diese langen Hallen und dann am Ende eigentlich so eine dünne Blechwand, durch die man hineingeht. Und dort haben wir mit der räumlichen Tiefe dieser Kragträger und zum anderen eben mit dieser Eingangsnische, die ist diesem größeren Umgebungsraum, dann diesen gepressten Eingang in diesen großen Eingangsraum überleitet. Das Struktur nochmal von außen, man sieht also hier auch wieder diese Umdrehung eigentlich des tragenden Elementes, was so wie in der Gesamtstruktur drinnen steckt, oder man kann das auch umgedreht lesen, so diese innere Halle, die sich nach außen eigentlich durchdrückt, also der Innenraum, der außen ablesbar wird, der Innenraum ist natürlich primär mal das, was unter den Dächern ist, und dieses nach außen abdrücken natürlich auch die einer städtischen Maßstab in das wieder einführt, also das ist eigentlich der Innenraum, der sich nach außen abbildet und das Ganze auch nochmal wie so ein Band umfängt, also diese Schädstruktur an sich nochmal zusammenbindet zu einem Körper und dann diese Eingangsnische hier, man sieht es, die wir gerade von innen gesehen haben, die dann den Übergang ins Innere des Gebäudes einleitet als räumliches Ding. Längs des Gebäudes dieser Sickerkanal, der die Rhythmisierung dann übersetzt, es gibt dann dort jeweils so ein Absetzbecken und dann dazwischen diese Sickerkästen, wo die ganze Länge des Gebäudes eigentlich wieder umgedreht wird, das, was vom großen Dach zusammenkommt, und dann eigentlich wieder verteilt. Also insofern auch eine Antwort auf diese Frage, wie so eine zeltartige, leichte Struktur überhaupt auf dem Grund stehen kann oder wie das dort, was für eine Reaktion es dort geben muss, um das als Sockel auch zu übersetzen. In der Materialisierung ist das außen durch in Aluminium, das sind diese Profilglas-Elemente, die nur jeweils oben und unten gehalten werden müssen. Dann im Licht gibt es dann zum Teil so eine Art Verschmilzung, das Ganze als große plastische Figur erscheinen lässt. Und auf der anderen Seite aber auch diese Art geheimnisvolle Einblick ins Innere, wo man dann zum einen mal die direkte Konstruktionsebene hinter dem Glas erkennen kann und dann aber wirklich in die Tiefe des Gebäudes und hier fast bis zur Schwerelosigkeit dieses zweite Shed eigentlich in diesem milchigen Raum innen drin schwebt und ein bisschen eine Übersetzung, eine architektonische Übersetzung dieser Leichtigkeit der gesamten Konstruktion eigentlich sein soll. Das in dem Sinn ein kurzer Rundgang durch dieses Gebäude und auch schon Ende vom Vortrag. Mir ging es eigentlich vor allen Dingen darum, zu zeigen, dass diese Art von Konstruktion natürlich grundsätzlich nur möglich ist mit einem Ingenieur, also das ist eigentlich als Architekt nicht möglich zu denken und auch nicht zu konzipieren. Wir aber in der Arbeit zusammen im Büro eigentlich im Modell oder in vielen Modellen eigentlich primär am Raum und an der Erscheinung des Gebäudes und den räumlichen inneren Gegebenheiten gearbeitet haben und die Konstruktion sich eigentlich zwar natürlich die Gesamtkonfiguration legitimiert, aber grundsätzlich eigentlich einer architektonischen Idee oder einer architektonischen Vorstellung untergeordnet oder beigeordnet ist. Soweit, danke. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Christian Penzel. Gibt es Anschlussfragen? Verschiedene. Zuerst. Ich wollte Ihnen, das war mein Fehler, der Partner Martin Vallier. Genau. Habe ich versäumt zu nennen und du auch. Und das ist natürlich sträflich hier. Wie sieht diese Fuge aus? Also Sie müssen die Profilgläser, die eben U-Form haben, unter einem sehr steilen Winkel schneiden und zusammenfügen. Das ist wichtig, da hat der Glaser relativ lange geübt und dann hat er das so zusammengebracht, dass das eine ganz feine Fuge gibt, die silikoniert ist. Das weiß ich nicht. Dann ist es eine Kopfrechnung. Es sind rund 12.000 Quadratmeter Grundfläche und
2000 Tonnen Stahl. Aber inklusive der Brücke, Entschuldigung. Darf ich nachfragen? Die Dimensionierung des Stahls hier in dieser Form ist bemessen auf den Endzustand, auf den Endausbau hin. Ist das selbstverständlich. Richtig? Das gibt diesen wuchtigen und massiven Eindruck, der vielleicht zunächst überraschen mag. Also das ist auch eine stolze Investition in die Zukunft, die die Bauherrschaft hier gewünscht hat, offensichtlich. Das ist richtig. Wir haben natürlich dort Wirtschaftlichkeitsvergleiche angestellt. Das Problem war, dass Sie vor allen Dingen mit, vielleicht können wir da nochmal kurz zurückgehen. So, Entschuldigung. Dass Sie mit dem Landerwerb eben genau dieser Parzelle und den Erweiterungsprojekten, die jetzt da in Bern sind, das heißt den Abstellkapazitäten, die Sie aufgrund dessen benötigen, eigentlich in einer Zwangslage waren und mit dieser Zwangslage im Wettbewerb ausgeschrieben haben und wir den Wettbewerb gewonnen haben, weil wir eigentlich mit der Art von Konstruktion überhaupt das machen konnten, was Sie eigentlich programmatisch brauchten. Also das Gebäude ist dann letztlich eine vollständige Ausfüllung, also es gibt hier eine Baulinie, die das Ganze begrenzt und auf der Seite auch eine vollständige Ausfüllung und eine andere Art von Konstruktion, also mit mehr Stützen hätte zwangsläufig mehr Platz gebraucht, was sie nicht gehabt hatten. Und wir hatten das dann auch nochmal wirtschaftlich gegenübergestellt, also die Quadratmeter Dach, die dann notwendig sind, sobald mehr Grundfläche benötigt wird, kosten eigentlich das, was die Statik zusätzlich, also die konstruktive Höhe ausmacht, sicher ebenfalls. Gut, herzlichen Dank.